Willkommen zurück zu Spec Graphic 2. Kapitel 4 sind in der letzten Folge angekommen. Gegen Ende haben wir jetzt diesen Biff mitgenommen. Wir haben Trachian geholt. Da haben wir erstmal 13.000 Gold abgesnackt. Aber gut, macht nichts. Eigentlich wollte ich mich erstmal den Orks anlegen, wenn die nicht zu viele sind. Weil die Orks, die ich in Erinnerung habe, die waren nicht viele. Und wenn er deswegen gleich drauf geht, dann ist er eh kein guter Drachenjäger. Sind wir ehrlich. So, ich guck mal kurz, wo könnten denn Drachen sein? Erstmal kill ich den Drachen hier, dann können wir gleich mal testen, wo Biff ist. So, das war's mit dir, du Mistkind. Warum rennen kann er gut um den Gegner? Gut, ob in der Burg noch jemand lebt, würde ich gerne als erstes gucken. Ob das eher alles keinen Sinn macht, weil da keine Sau mehr drin lebt. Von der Masse an Orks geht es aber. Da habe ich schon gegen mehr gekämpft. Okay, das sollte ich zurücknehmen. Ja, klar, ich darf gleich landen. Okay, das ist so viel. Was kann ich mit denen nicht anlegen? Das sind wohl deutlich mehr als in den, im ersten Kapitel hier im Minental. Ist jetzt deutlich mehr geworden. Kommen wir jetzt überhaupt in die Burg noch rein oder ist da wirklich jeder tot? Klar, mit ein bisschen Hit'n'Run könnte ich die Orks alle besiegen, aber da geht auf jeden Fall Biff drauf und das könnte auch sehr zäh werden, vor allem wenn der Feuermagier, wenn der Schamane ganz halt ballern kann. Also gut, meinen wir die Orks. Ich hätte es jetzt wirklich versucht. Ich weiß auch nicht, ob Biff das jetzt überhaupt überlebt, wenn ich jetzt so in die Festung reinkomme. Ist alles dumm, dass ich jetzt mitgenommen habe, wo ich nicht mal weiß, wo ein Drache ist. Aber wir können ja mal taktisch überlegen. Also ich würde sagen, was sein könnte in jeder Ecke. Okay, hier im Norden macht keinen Sinn. Aber doch, da gibt es auch das Tal hoch noch. Wenn es nicht verschüttet ist in dem Teil, könnte da einer drin sein. Also im Norden, im Westen vielleicht einer, im Süden vielleicht einer. Maybe im Osten, da unten rechts. Würde ja Sinn machen bei 4 Drachen. Oh Gott. Das sind verdammt viele geworden. Ne? Das war in dem ersten Kapitel nicht so viel. Weißt du, was Gorn meinte mit traut sich was zusammen. Ich will nur gucken, ob das noch lebt. Ob der Quests hat, wenn er lebt. Bei Kapitel 4 sind auch neue Quests. Dürfen wir nicht vergessen. Die Locker sind jetzt weniger das Problem. Nein. Genau, das solltest du nicht tun. Das ist aber ein Problem. Halt sofort in die Orks rein. Das ist halt belastend. Da ist nichts zu holen. Naja, 2 sind tot. Das ist echt die... Moment mal. Ja, hier. Hier ist dann alles klar. Nimm den Gold. Pff. Er will jetzt echt von jedem Gold, den wir looten, die Hälfte. Ja, toll, da hätte ich ja mein Geld die ganze Zeit in der Truhe lassen müssen. Weil der automatisch bei jedem Mal Gold tickt. Dann hätte ich das Gold jetzt die ganze Zeit über eine Truhe lassen müssen. Die Truhen sind mir nie sicher genug, ehrlich gesagt. Das ging da oben ab.
Okay, es ist sehr schwer, in die Burg zu kommen, glaube ich. Ich glaube, wir sollten erstmal, wenn es geht, nicht versuchen, in die Burg zu gehen. Habe ich nicht woanders nochmal gespeichert gehabt? Ja, 14:35. Auf eine Minute. Wir sollten erstmal nicht in die Burg gehen. Wir sollten vielleicht ganz groß außen rumlaufen und wirklich die Drachen suchen. Das sollen wir ja auch machen. Es muss doch noch irgendwo auch Quests im vierten Kapitel geben. Mein Kapitel 2 war ja auch komplett im Minental. Da gab es ja auch nur hier im Quest im Minental neue und im Koginis gar keiner. Als wir zurückkamen, Kapitel 3 gab es dann neue Quests in Koginis. Wir sind theoretisch stark genug, aber wenn dann halt 50 Orks gleichzeitig auf uns einrennen, dann bringt uns halt der Biff nichts. Sind wir mal ehrlich. Das ist einfach zu viele. Aber hier, die versuche ich jetzt mal wegzukloppen, alle. Weil ich will halt wirklich versuchen, irgendwie in die Burg zu kommen. Wenn da noch jemand lebt, dann ja. Mir macht aber da wenig Schaden dafür, dass er ein Drachenjäger sein will. Moment. Ja, hier. Hier ist. Ist mir zu teuer, ist aber sonst würde ich gar kein Gold looten, solange ich den dabei habe. So, das war's mit dir, du Mistvieh. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Du bist ganz schön lebensmüde. Ich hoffe, dass das nicht blöd endet, weil du so lebensmüde bist. Brauchst du? Klar. Gut, dass wir ihm nur den kleinsten und den besten geben können. Er ist mich bald schon tot. Wir haben nicht mal einen Drachen gekillt. Moment. Ja, ist okay jetzt. Wir können dann immer noch jetzt. Nein, ich belege echt, ob das eine gute Entscheidung war, ihn mitzunehmen, weil. Moment mal. Die jetzt die ganze Zeit immer wieder anhören zu müssen. Moment mal, mein Anteil nervt, glaube ich, mehr, als dass es hilft. Vor allem, weil der eh nichts aushält. Wenn ich mal gegen so ein paar Orks antreten kann. Oder Drachensnapper. Dann wird er auch gegen die Drachen nicht lange überleben. Vielleicht will ich Spiel auch gar nicht, dass ich überhaupt versuche, in die Burg zu kommen, sondern will einfach, dass ich gleich auf die Tarn gehe. Vielleicht kann ich auch einfach einen auf übelsten Arsch machen, dass Biff das Geld dabei hat, wenn jemand ihn umhaut. Ich werde hier jagen was anderes, gute Zeit für Ablenkung. Wisst ihr, was ich meine? Wir töten die Drachen mit ihm zusammen, wenn er überleben sollte. Hauen wir ihn danach einfach um. Ja, ich glaube, das können wir jetzt vergessen. Oh ne. Gibt's ja noch. Warum haben diese NPCs dann nie gescheit Heiltränke dabei? Ich loot jetzt alles aus der Gold. Wir haben genug Gold, ich habe keinen Bock, den Rest ihm geben zu müssen. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, wenn ich schon 13.000 von ihm verliere. Wegen den 13.000 würde ich am liebsten den Schmack gleich umhauen und ihn wiederholen. Na klar, ich verstehe ja, er soll Level bezahlt werden. Ja, hier. Moment. Hier, nimm dann ein Gold. Seht ihr, was ich meine? Ich verdiene halt die ganze Zeit Gold wegen dem. Und ich habe schon 13.000 wegen ihm verloren, ey. Weil ich so blöd war. Naja, ich konnte es ja auch nicht wissen. Ja, es sind viel mehr Orks als vorher. Also die da reinzugehen, können wir vergessen. Wir können es aber versuchen. Nichts zu holen. Ja, er kriegt zwar sein Gold ab, weil er hat mir geholfen jetzt. Moment mal. Er will ja immer den anderen anderes Zeug nicht. Das können wir immer noch verschäbeln. Die Orgex und so. Ist ja was, wir lassen das Gold einfach ungelootet. Die dann noch, glaube ich, die beste Taktik bei denen. Das machen wir schon nur die Pros. Die lassen das Gold aber hier. Die despawnen ja eh nicht, wenn sie noch Loot haben. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ich bin gespannt, wenn er schon an normalen Viecher so wenig Damage macht, wie er dann gegen Drachen kämpfen will, der Junge. Moment! Junge, wir sind mitten im Kriegsgebiet. Du kannst dich auch noch nach einem Anteil fragen. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Oh, sie sind alle noch da. So unfassbar, sie leben noch. Gut, dass du kommst. Hier ist die Hölle los. Was ist passiert? Die Drachenjäger machen sich hier in der Burg bereit und prahlen, damit das Drachenproblem lösen zu können. Aber ich sag dir was, die töten noch nicht mal einen alten, kranken Snapper, so wie die aussehen. Viele von uns sind mittlerweile echt beunruhigt und glauben nicht mehr so recht daran, dass wir hier jemals wieder lebend rauskommen. Wart ihr hier oben nicht zwei Wachposten? Jetzt nicht mehr. Sengrad stand hier auf den Zinnen und ist dann auf einmal eingeschlafen. Seine gute Armbrust ist bei der Aktion heruntergefallen. Man konnte gerade noch erkennen, wie einer der Orks damit in der Dunkelheit verschwand. Sengrad wurde davon wach und ist einfach in die Nacht zu den Ork-Palisaden gerannt und kam seither nicht blöd, wieder. Ist tot. Innos, steh uns bei. Was für ein Idiot, nur wegen der Kack-Armbrust, ey. Was sind Kack-Armbrust? Das ist eine Kack-Armbrust, aber das Leben ist das Leben. Mal ganz ehrlich. Toll, Biff ist weg. Boah, er macht einfach mal die Biege. Er hat unser Gold dabei. Wenn der jetzt irgendwo von einem Ork getötet wird, es war so ein großer Fehler, ihn mitzunehmen. Das ist so ein Babysitter. Ich hasse Babysitten. Mal ehrlich, wo ist der denn hin? Ich finde doch hier gleich irgendwo tot. Da hab ich mein Geld wieder, aber trotzdem. Ach, da steht er. Okay, ja gut. Da kann er stehen. Ist es sicher. Der will nur nicht mit in die Burg. Weißt du, wenn er jetzt von Ork getötet wird, dann liegt mein 13.000 irgendwo. Ich kann nicht mal looten. Wenn er am Drachenkampf umkommt, kann ich ihn dann noch mehr looten, wenn der Drache tot ist. So, verschwunden der Nuklear als erste Quest. Keine Armbrust, ey. Das ist schon ein Idiot. Hast du Neuigkeiten? Die Drachenjäger sind angekommen. Sie wirken auf mich wie zähe Hunde. Und ich hoffe, das sind sie, denn sonst werden sie nicht lange überleben.
zeig mir. Jetzt haben wir nicht mehr so viel Gold, dass wir jetzt hier alles leer kaufen können. Dank dem Biff. Naja. Du machst so ein langes Gesicht. Verdammter Mist. Aufpassen musst du, wie ein Luchs, sag ich dir. Kaum drehst du dich mal um, ist dein ganzer Kram weg. Dreckiges Pack. Welches Pack? Dieses Lumpengesindel von Drachenjägern natürlich. Was hast du denn gedacht, wovon ich rede? Aufpassen musst du, sag ich dir. Hat man dich bestohlen? Nein, sie haben mir 20 Goldstücke in die Tasche gemogelt. Natürlich gestohlen, du Idiot. Ich sag dir, wenn ich die Drecksau zu fassen kriege. Was fehlt dir denn? Mein Geldbeutel, da waren meine ganzen Ersparnisse drin. Und jetzt ist er weg. Der findet sich schon wieder. Wenn ich den zu fassen kriege. Das ist ja einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Ich kann dir, du bist jetzt 60, okay. Meinst du, mir geht es besser? Ach was, Anger! Ich glaub's ja nicht. Sag nicht, das hast du nicht. Kenne ich dich nicht? Du bist Kor Anger. Du warst das Templer im Sumpflager. Nenn mich Anger. Meinen Titel habe ich abgelegt. Die Bruderschaft des Schläfers hat sich aufgelöst. Selbst. Die Stimme hat sich verändert. Aber du kommst mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann mich aber kaum an dich erinnern. Was ist los mit dir? Ach, ich habe schon lange nicht mehr richtig schlafen können. Ständig diese Albträume. Wie kommst du hierher? Nach dem Fall der magischen Barriere habe ich mich in den Bergen versteckt. Wurde Zeit, dass ich etwas unternehme. Ich bin tagelang umhergeirrt, bis ich auf einmal in der Burg wach geworden bin. Frag mich nicht, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Zu allem Übel habe ich auch noch mein Amulett verloren, das ich schon seit Jahren besitze. Ich werde wahnsinnig, wenn ich es nicht wiederfinde. Das ist eine schlimme Sache. Was ist mit den anderen aus dem Sumpflager passiert? Das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass die Barriere von einem nervenzerfetzenden Schrei begleitet in sich zusammenfiel. Von panischer Angst gepackt fielen wir zu Boden und krümmten uns vor Schmerzen. Diese Stimmen, sie wurden immer lauter. Und dann, als es vorbei war, verfielen sie alle dem Wahnsinn und verschwanden laut schreiend in der grauen Nacht. Ich habe sie nie wieder gesehen. Das ist eine schlimme Sache. Was willst du nun tun? Ich werde mich erst einmal erholen, damit ich mich auf die Suche nach meinem verlorenen Amulett machen kann. Das war doch schon vorher. Ich habe etwas von Drachen gehört. Es wird auch erzählt, dass viele Krieger ins Minental gekommen sind, um sie zu jagen. Ich habe was Ich denke gehört. Darüber nach, mich ihnen anzuschließen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glaube. Wo genau hast du dein Amulett verloren? Irgendwo im Süden, kurz bevor ich hier in der Burg wach wurde. Ich schätze, es ist mir gestohlen worden. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Das war doch schon vorher klar. Vielleicht kann ich dir helfen, dein Amulett zu finden. Warum nicht? Hilfe kann nicht schaden. Was ist mit den Drachenjägern? Ich werde später mit ihnen sprechen. Vielleicht können sie noch einen starken Arm gebrauchen. Wann willst du gehen? Sobald ich mich wieder besser fühle. Selbst ist er da nicht. Wo willst du suchen? Ich werde in den Süden gehen, dort, wo ich als Letztes gewesen bin. Es gibt dort ein Höhlengrab, das von vielen Findlingen umgeben ist. Ich muss gehen. Pass auf deinen Rücken auf. Das ist wirklich nicht mein. Okay, also kommen wir wieder mit. Warte, da lässt sich nichts machen. Gute 2 Gold kann Biff nicht abziehen, weil er nicht da ist. Ja. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich kann es nicht glauben. War eine Riesenschnapsidee, hierher zu kommen. Ich dachte, hier gibt's was zu holen. Aber hier ist nichts außer ein paar eingebildeten Paladinen. Du hast die Drachen vergessen.
Wie konnte ich das nur vergessen? Ich sag dir mal was. Ich bin Schmied, kein Kämpfer. Ich stelle Waffen her. Das Kämpfen überlasse ich lieber anderen. Warum stehst du da nicht hinter dem Amboss? Die Paladine hier lassen mich nicht in die Schmiede. Ich darf hier nichts machen, sonst wandere ich direkt in den Kerker. Du gehörst doch auch zu dem Verein. Du könntest eigentlich mal ein gutes Wort für mich einlegen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wie willst du das denn erreichen? Parsival hat befohlen, uns im Auge zu behalten. Niemand wird wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Ich werde versuchen, was ich kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf dich hört. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Wo kommst du her? Ich habe mich ein paar Männern aus den Bergen angeschlossen. Wir wollten ins Tal und bei der Drachenjagd richtig Gewinn machen. Ihr Anführer hieß Silvio. Junge, war das ein Arsch. Er hat mich behandelt, als wäre ich sein Eigentum. Was ist in der Burg alles passiert? Nichts, was ich mitbekommen hätte. Allerdings mache ich mir Sorgen über das, was vor der Burg passiert ist. Was? Wo kommst du her? Vom Festland. Meine Leute und ich sind hierher geflohen. Die Lage dort wird immer schlimmer. Die Orks hinterlassen nur noch niedergebrannte Dörfer. Der König hat keine Kontrolle mehr über sein Reich. Ihr Paladine habt versagt, wenn du mich fragst. Wo sind deine Leute jetzt? Ich habe mich von ihnen getrennt. Sie dachten, sie könnten sich alles nehmen, was sie wollen, auch wenn es ihnen nicht gehört. Ohne mich. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Weißt du noch mehr über den Krieg? Schon lange nicht mehr bei deinem König gewesen, was? Die Orks sind vor der Hauptstadt. Aber ob sie schon gefallen ist, weiß ich nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass der König tot sei. Ich glaube aber nicht daran. Was machst du hier in der Burg? Ich habe von den Drachen gehört und wollte helfen, sie zu bekämpfen. Leider habe ich mein Schwert verloren, als ich durch die Orks geschlichen bin. Jetzt sitze ich hier fest. Ohne Schwert komme ich hier nicht wieder weg. Und die Schwerter, die ich hier kaufen kann, sind der letzte Schrott. Ich werde dein Schwert finden. Das wäre klasse. Am besten suchst du auf der hohen Klippe im Süden danach. Dort, wo die Ork-Zelte stehen, habe ich es vermutlich verloren. Sag nicht, das hast du nicht gefunden. Tja. Das Schwert. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Hey, du. Was machst du hier? Ich bereite mich auf den Kampf vor. Was sonst? Gegen wen willst du kämpfen? Ich dachte mir, ich schau mal bei den Paladinen vorbei und trete ihnen in ihre fetten Ärsche. Idiot, gegen die Drachen natürlich. Was hast du denn gedacht? Haben die Paladine nichts dagegen, dass du hier bist? Blödsinn. Die haben ganz andere Probleme. Die meisten sind froh, dass sie noch leben. Mit der Moral der Jungs steht es nicht zum Besten. Das wird noch ihr Untergang sein. Ich meine, schau dir doch mal die schartigen Klingen an, mit denen sie in die Schlacht ziehen wollen. Jeder vernünftige Krieger würde da doch sofort desertieren. Hast du dich von deiner Gruppe getrennt? Meine Gruppe? Ich habe keine Gruppe. Ich bin Trophäensammler. Wenn ich ohne Trophäe wieder nach Hause gehe, dann weiß ich nicht, wofür ich hierher gekommen bin. Da kann ich keinen anderen gebrauchen. Hast du schon einen Drachen zu Gesicht bekommen? Nein. Bevor ich losziehe, werde ich erst meine Waffen auf Vordermann bringen. Hast du keine Angst, dass da jemand zuvorkommt? Was? Wer denn? Silvio! Hast du dir die traurigen Gestalten schon mal angeguckt, die er dabei hat? Silvio kann froh sein, wenn er hier wieder lebend rauskommt. Silvio war hier? Hier in der Burg, meinst du? Ja, war er. Aber nur kurz. Hat ein paar Takte mit den Leuten hier gesprochen und ist dann wieder losgezogen. Wo ist Silvio jetzt? Die Paladine hier erzählten etwas von einem Drachen aus Eis im Westen. Der soll der gefährlichste und mächtigste von allen sein. Da hättest du mal Silvios glänzende Augen sehen sollen, als er das hörte. Jetzt darfst du raten, wo er hingegangen ist. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Was heißt mögen? Ich bin nicht sonderlich stolz darauf, ihn zu kennen. Silvio hat keine Freunde. Er braucht Leute, die ihm bedingungslos folgen. Das ist nichts für mich. Ich arbeite allein. Hab mir seinen Arsch. Stimm ich ihm zu. Kannst du mir helfen, meine Waffen zu verbessern? Verbessern?
Kauf dir lieber etwas Neues und wirf den Ramsch weg, den du da mit dir herumschleppst. Vielleicht habe ich da etwas für dich. Interessiert? Was kannst du mir verkaufen? Mann, bin ich runtergekommen. Jetzt verkaufe ich meine Waffen schon an einem Paladin. Wow, halt selbst wie ich. Alles andere Zweihand. 200 Schaden, ja genau. Ich sollte nur eine Zweihandwaffe, die ich nicht benutzen kann, aber 200 Schaden ist schon eine Menge. Ich will mal Lernpunkte doch in zwei Händen packen. Konnte mir nicht jemand hier zwei Hände beibringen? Ach, namenslos. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Es kann ja nicht ewig so weitergehen. Okay, ist hier drin noch jemand? Man will wissen, wer wo der jetzt gelandet ist. Nö, sieht sonst leer aus hier. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Aber hier sind alle Speedchecks, müssen wir uns merken, wenn wir dann später das Auge aufladen müssen. Ich glaube nicht, dass ich da was. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Er hat auf die falschen Leute gehört. So ist es Enos Will. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich hätte das anders gemacht. Hey! Wie laufen die Geschäfte? Es geht. Ich hoffe, die Drachenjäger haben auch Gold und nicht nur große Worte. Wie steht's mit dir? Brauchst du noch irgendwas? Zack. Ist ja gewagt, eine Karte zu stehlen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ich hab halt jetzt so wenig nur noch, ne, wegen dem. Blöden Biff ist also eine schlechte Idee. Die schlechte Hilfe, der mir ist, ehrlich gesagt, nicht so viel worth gewesen. Das Gold, was ich ihm dafür geben muss. Nee, den anderen Spiel gekillt, der ist weg. Das ist denn der vorher hier für die Paladin gemacht hat, der ist weg. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Und hier sehe ich alles zu, okay. Ich hab so einiges gehört. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich hab was anderes gehört. Warum erfahre ich das jetzt? Aufpassen, dass man so rumerzählt. Ich hab da meine eigene Meinung. Alles ruhig? Ruhig schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, nicht, warum er sich so dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Ich weiß langsam doch nicht hier. Was ich glauben soll. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm hier aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Ja, ich habe gutes Zeug dabei, keine Sorge. Das hat er wirklich nicht verdient. Kann ich eh nicht alles essen. Hey, du. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Jetzt krieg ich... Ah ja. Womit denn? Womit denn? Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gut, das war auch schon die Quest. Ich kann das nicht mehr hören. Ich genau so, wie du sagst.
Das war doch klar. Man erzählt sich ja so alles. Meine Meinung ist schon. Das ist eine schlimme Sache. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ist irgendwas Wichtiges passiert? Ich mache mir Sorgen. Große Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Sie nennen sich selbst Drachenjäger. Für mich sind das alles nur Tagediebe und Verbrecher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie allesamt aus der Burg jagen. Sollen sich die Orks um sie kümmern? Du solltest ihnen eine Chance geben. Die bekommen sie ja. Leider. Garond ist überzeugt davon, dass sie uns eine Hilfe sein können. Aber ich werde sie im Auge behalten. Wir haben genug Probleme mit den Orks. Wir können wirklich keinen weiteren Ärger gebrauchen. Ich muss mit dir über Jan reden. Jan? Wer ist das? Ein Drachenjäger. Er ist Schmied. Ah ja, ich erinnere mich. Was ist mit ihm? Er möchte in der Schmiede arbeiten. Kommt nicht in Frage. Er ist keiner von uns und ich traue ihm nicht. Kannst du das mit Jan nicht nochmal überdenken? Nein! Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe! Ich bin schon wieder zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir dich nochmal wiedersehen. Nach deinem Auftritt hier vor ein paar Tagen. Ich heiße dich in unserem Orden willkommen. Vielleicht ist dein Auftauchen ein gutes Omen. Ich brauche mehr Informationen über die Drachen. Westlich der Burg hat sich in den letzten Tagen ein ziemlich großes Sumpfgebiet gebildet. Ziemlich verdächtig, findest du nicht? Okay. Im Moment... Kann ich helfen? Im Moment haben wir eigentlich alles getan, was von hier aus möglich ist. Allerdings gibt es da etwas. Etwas sehr Wichtiges, was du für uns außerhalb der Mauern hier tun könntest. Wir haben vor, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Was meinst du damit? Wir kennen einen von ihren Anführern. Er heißt Hosh Pak. Er ist einer der einflussreichsten Schamanen bei den Orks. Und was ist meine Rolle? Töte ihn! Das ist ein Scherz. Du bist der Einzige von uns, den wir hier entbehren können. Alle anderen Ritter werden hier gebraucht. Hosh Paks Zelt befindet sich abseits des Belagerungsrings, südlich von hier, auf einer Klippe. Von einem der Fenster dort kannst du es beinahe sehen. Gut. Ich werde Hosh Pak töten. Das freut mich zu hören. Das Zelt von Hosh Pak steht auf einer kleinen Klippe. Du müsstest sie eigentlich schon gesehen haben. Sie ist nicht weit weg von dem Weg zu unserer Mine. Direkt im Schatten des großen Berges. Irgendwelche Neuigkeiten? Die Orks werden immer zahlreicher. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich bin zurück. Das sehe ich selbst. Wo ist die Verstärkung? Lord Hagen kommt, sobald er alle Dinge erledigt hat. Es ist viel passiert. Interessiert mich nicht. Ich brauche Truppen. Die Orks werden immer mehr und wir können nicht mehr lange standhalten. Meine Männer sind müde und die Vorräte gehen zur Neige. Es sind einige Freiwillige eingetroffen. Du meinst die Drachenjäger draußen im Hof? Die können uns helfen. Aber es sind einfach zu wenig. Wenn Hagen nicht bald Männer schickt, kann ich nichts garantieren. Ich hätte das nicht gemacht. Es gibt ein Problem mit dem Schmied. Welcher Schmied? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Okay. Ist er wieder da? Mach ich das erst jetzt? Dann kannst du ihm ausrichten... Nein, ich meine Jan. Einer der Drachenjäger. Er ist Schmied. Das trifft sich ja gut. Unser ehemaliger Schmied hat sich einfach verdrückt, dieser Feigling. Jan wäre bereit, die Schmiede zu übernehmen. Genau. Verstehe. Das habe ich auch gesagt. Du meinst also, ich kann ihm trauen? Ja. Wenn du dir so sicher bist, dann wirst du für ihn bürgen. Genau das. Sollte er Ärger machen, wirst du dafür gerade stehen. Das einverstanden? Ich bürge für Jan. Also gut. Er kann die Schmiede benutzen. Allerdings wird er dann auch meine Soldaten mit Klingen versorgen müssen. Wer erzählt denn so? Kannst du mir noch mehr Informationen über die Drachen geben? Ich habe mich noch um andere Dinge zu kümmern. Mein strategischer Offizier Oryk kann dir mehr dazu sagen. Inos Strafe ist gerecht. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Okay, jetzt haben wir für den gebürgt. Ich weiß nicht, ob das gut war, ehrlich gesagt. Die Entscheidung, naja, egal. Das haben wir erst getan. Alles stockdunkel.
wirklich nicht mein Problem. Wir können nur abwarten. Von mir hat er das nicht. Na, er steht noch unten. Er ist nicht da, wo wir ihn treffen sollen. Seine Taten waren gerecht. Hol deinen Hammer. Du hast Arbeit. Du hast es geschafft? Wie hast du das denn angestellt? Ich musste für dich bürgen, also enttäusch mich nicht. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt arbeiten kann. Warte mal. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Verkaufst du Waffen? Von wegen. Und dann werde ich wegen Aber ich kann dir zeigen... Innos leuchtet all denen... Nichts, was besser wird. Okay. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Von mir erfährt keiner Hey! Wann gehen die denn pennen, ist die Frage. Glaubst du wirklich daran? Haben wir hier eigentlich Truhe schon mal... Nee. Ah, okay. Das ist bevor sie ermordet wurden. Die Feuermagier, die Alten. Schade um die. Die Feuermagier der Kolonie. So, hier ist nicht mal ein Bett. Bei Milton. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Das hat er doch vorher gewusst. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wo pennen die denn hier? Jetzt darf ich ewig warten, um dir ein bisschen was zu essen zu geben, für ein bisschen EP. Ich hab so einiges gehört. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich wundere mich. Davon könnte ich lernen, bis Mitternacht an seiner Waffe, schmeckt schon. Da bist du ja. Also was ist... Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar. Her damit. Ein Stück Wurst? Klar. Ein Stück... Klar. Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar. Ich denke, eine gute Suppe könnte dir schmecken. Ja, mehr, mehr. Ein Stück Fleisch? Ja, mehr, mehr. Okay. Mehr habe ich nicht. Und das soll ich dir glauben? Na gut, besser als nichts. Hier hast du ein bisschen Gold dafür. So, ich muss zurück auf meinen Posten. Okay, ja. Spack müssen wir umbringen. Gut, ja, ich werde erstmal pennen gehen und dann werden wir Biff wieder suchen, hoffen, dass er ein Stießbond ist mit einem Geld. Bis zum nächsten Morgen. Aber ich würde gleich erstmal sagen, dass wir die Folge erstmal beenden. Für Innos! Jawohl. Aber jetzt suchen wir noch kurz Biff, hoffen, dass er noch da ist. Weil wir waren jetzt hier mit einem Gerät von Quests angenommen. Passt. Hab ich schon befürchtet, dass Biff nicht mehr da ist. Aber wenn, dann ist er auch bei den anderen nicht umgekommen. Und dann unser Goldfutsch. Okay, er ist noch da. Hey! Komm mit. Okay, ja, wir haben Anhaltspunkte. Im Westen ist ein Sumpfgebiet aufgebrochen. Da ist da wahrscheinlich eine. Das Eisding. Und im Süden. Ich würde aber sagen, wir laufen erstmal nach Süden. Da haben wir die Brücke und so. Und kümmern wir uns mal darum. Da waren wir auch so noch nie. Erkundungstechnisch habe ich mir da auch noch nicht hingetraut gehabt. Ja,
schwer die Miete kriege. Ach, da liegt der Tote. Ja, komm. Och, Biff, warum läufst du mir denn noch davor, ey? Bevor ich den Biff jetzt erschossen, ist der Schluss gefunden. Da ist Senkrad. Schütz vor Feuer 10. Das ist gut gegen die Drachen. Ah, Menge Schriftrollen. Wisst ihr was? Ich nehme das Gold jetzt mit. Da gebe ich mir jetzt halt die Hälfte von. Passt. Moment mal. Hier ist dann. Weil der will das Gold eh nicht dabei haben, wenn wir den nach hier schlägt, dann den Entwickler hast. Wahrscheinlich eh ein Sicherheits. Wahrscheinlich ist es eingebaut, dass man ihm das nicht wieder abnehmen kann. Moment mal. Hier. Also im Gesamt verdienen wir jetzt auch wenig. Wir würden viel, viel mehr verdienen, wenn wir den nicht dabei hätten. Aber gut, wenn er uns dann bei den Drachen hilft, sich damit redeemt, dann. Boah. Gehe ich mich nicht mehr drüber auf. Sein muss erstmal zeigen, was er kann, nicht gleich beim Essen dran verrecken. Und wenn er stirbt, dann hoffe ich, hat er das Geld dabei. Ach du Scheiße, das ist ein bisschen viel. Oh, du bist so dumm, Biff, ey. Du bist keine Hilfe. Aber die Orklied machen auch verdammt viel Damage, muss man so sagen. Er nervt mich, gebe ich ganz offen zu. Er nervt mich. Ja, ist gut. Hier, ciao. Ja. Also ich lasse es jetzt mal, wir kunden jetzt mal nicht weiter. Wir gehen jetzt schulstracks zu den Drachen, weil ganz ehrlich, ist mir jetzt ein bisschen zu blöd hier. Wenn der eh jedes Gold bekommt. Was ich mir nehme, also die Hälfte ist eine Menge. Oh nein, es wird sterben. Moment! Hier. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Moment mal. Moment mal. Seid aber mal kurz interessiert. Okay, er hätte das Gold dann dabei, ist gut zu wissen. Okay. Bin ja eigentlich ehrenhaft, ne? Mach sowas nicht. Wenn das Gold wieder abnehmen, also indem ich ihn niederhaue, wenn er stirbt, dann ist es halt so.
Aber bei so viel Gold mache ich vielleicht mal eine Ausnahme und werde Oasi. Schauen wir mal. Sollte das mal aus dem vorstellen, wenn ich es ein bisschen Kampf eh fortverrecke. So. Der ist eh so wie tot, der Biff. Er hat nicht mal gegen einen Drachen gekämpft. Aber nur gegen ein paar Orks. Hat er viel Leben? Klar, aber ich gebe den besten. Ja. Gott, die Horde. Die Horde rennt. Ja. Stieg bringt uns nicht mehr ganz so viel, weil wir ja eh nicht mehr so viel bei Leuten was lernen können. ...54 haben wir schon wieder, aber gut, wir haben nichts mehr was lernen können. Man, bei Einheit kann uns keiner was beibringen. Stärke und Geschick gehen die ganze Zeit noch, klar. Ich würde tatsächlich zwei Hände lernen, aber ich habe da auch keinen Trainer hier in der Burg. Sand. Moment mal. Dass du mich triffst. Blöd, dass er Biff anvisiert, das ist nicht mehr so scheiße. So, das war's mit dir. Moment. Ja, nimm dein Gold, hör auf mich die ganze Zeit anzugehen. Wenn ich bei jedem Gold machen würde, wäre es auch nicht mehr ganz so nervtötend. Da ist nichts zu holen. Gut Leute, aber wir beenden erstmal die Folge. Vielen Dank, dass ihr seid und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.